Natürlich ist das eigentliche Erlebnis dieser Texte die Sprache, die der Rilke findet. Und das ist eine durch und durch poetische oder literarische Sprache. Es ist der Versuch, seine subjektive Existenzerfahrung auszudrücken. Gut, welche machst du? Ich weiß nicht, fünfte. Fünfte. Wer aber sind sie? Sag mir, die Fahrenden, diese ein wenig flüchtiger noch als wir selbst, die dringend von früh an wringt ein, wem zuliebe, niemals zufriedener Wille, sondern erwringt sie, biegt sie, schlingt sie und schwingt sie, wirft sie und fängt sie zurück. Wie aus geölter, glatterer Luft kommen sie nieder auf dem verzehrten, von ihrem ewigen Aufsprung dünneren Teppich, diesem verlorenen Teppich im Weltall, aufgelegt wie ein Pflaster. Ja, es ist wie eine Gegenwelt zu dem, was uns in unserer Alltagswelt umgibt. Und die Texte entwickeln einen Sog, sage ich mal, der einen mitnimmt, sich auf einen Weg zu machen, der jedes Mal anders ist. Und das ist eigentlich ein, wie soll ich sagen, ein Erlebnis, das fast süchtig machen kann. Und was mir besondere Freude macht oder warum es mir vielleicht am Herzen liegt, ist auch, dass diese Texte brauchen, die müssen geteilt werden. Die sind erst vollständig, indem sie gesprochen und gehört werden. Feigenbaum. Seit wie lange schon ist's mir bedeutend, wie du die Blüte beinahe ganz überschlägst und hinein in die zeitig entschlossene Frucht, ungerühmt, drängst dein reines Geheimnis. Wie der Fontäne Rohr treibt dein gebogenes Gezweig abwärts den Saft und hinan, und er springt aus dem Schlaf, fast nicht erwachend, ins Glück seiner süßesten Leistung. Es ist immer wieder überraschend und immer wieder fordernd, und es gibt durchaus Phasen, also mir geht es jedenfalls so, wo auch der Text an mir vorbei rauscht, als wäre er gar nicht innen angekommen. Also die Schwierigkeit, eine Form von Selbstkontakt zu finden im Zusammenhang mit diesen Texten, das ist immer eine neue Herausforderung. Und es fordert eben die totale Anwesenheit. Ja, das ist das Wichtigste, was es braucht. Das ist die Konzentration. Und die Schwierigkeit ist vielleicht, dass man, ja, so empfinde ich das manchmal, dass es man sehr gut vorbereitet sein muss, aber dann muss man es loslassen, man muss springen. Ja. Doch den jugendlichen Toten dauern ficht ihn nicht an. Sein Aufgang ist Dasein. Beständig nimmt er sich fort und tritt ins veränderte Sternbild seiner steten Gefahr. Dort fänden ihn wenige. Aber das uns finster verschweigt, das plötzlich begeisterte Schicksal sinkt ihn hinein in den Sturm seiner aufrauschenden Welt. Also, ich finde es ganz wichtig, dass jeder seinen Raum entdeckt und auch sich den erobert.
Es ist mühsam, das zusammenzumachen. Man muss es sowohl selber alleine machen und dann wieder zusammen. Und es ist, ja, das ist schon immer eine Überwindung. Und trotzdem merkt man hinterher, oder ich habe das Gefühl hinterher, das ist gut, dass ich es gemacht habe, dass wir es zusammen gemacht haben. Diese Wechsel nachher, ja, bei der Aufführung, die sind ganz entscheidend, weil das ist die, der Übergang, kommunikative Teil auch zwischen uns. Genau. Also ja, natürlich, jeder bereitet sich vor, so gut er kann, und dann setzen wir uns zusammen hin und machen eigentlich das ganze Programm, also alle 10. Das sind dann immer doch so 2 bis 3 Stunden, die wir dafür brauchen. Und die Frage nach Gleichberechtigung ist, glaube ich, gar keine Frage. Jeder ist auf seine Weise authentisch in dem, was er spricht, aber auch in dem, was er hört. Ich kann mich daran erinnern, zum Beispiel das letzte Mal, als wir das zu Hause gemacht haben, dass diese 5. Elegie über so eine Artistengruppe, über die Fahrenden, heißt fahrendes Volk, heißt es bei Rilke. Und eigentlich ist es eine Elegie über Kunsthandwerk und über die Vergeblichkeit des Kunsthandwerkes, über die Vergeblichkeit der Anstrengung, wie sich eben das Reine zu wenig unbegreiflich verwandelt in das Reine zu viel oder in das Leere zu viel, so heißt das bei Rilke. Und die Franziska hat, da ich auch meistens vor dieser Elegie irgendwas zu den Leuten sage, um zu erklären, worum es geht, weil das Ganze aufbaut auf einem Bild von Picasso über eine Gauklertruppe, hat mir gesagt, für sie ist es eine Elegie über den Ehrgeiz. Über den Ehrgeiz, der auch gerade in einem kreativen Beruf immer alles kaputt macht oder die größte Gefahr oder eine ganz große Gefahr darstellt. Und das ist eine Anregung, die ich sofort gierig aufgenommen habe und gar nicht mehr, die ist drin jetzt bei mir. Ja. Das meine ich einfach, wo man sich da ergänzen kann, wo man da etwas sagen kann dem anderen, ist das, glaube ich, ein großer Vorteil. Ja, deswegen macht man das zu zweit, weil alleine wäre das fast unmöglich. Der Raum reicht nicht. Es geht um Kommunikation in diesen Elegien. Also ist es auch richtig, dass man das mindestens als Paar macht. Schlafend.